Jeden Freitag das Gleiche. Also ich denke, es ist schon ein bisschen so ein Elixier. Also ich habe die Bauwelt seit 88 und habe es dann auch damit ins Büro reingebracht. Und nachdem wer freitags am 1. im Sekretariat ist, ist die Bauwelt weg. Aber es gehört einfach dazu. Also das ist so ein Stück Ritual. So eine Kultur der Kritik gibt es ja auch kaum noch. Oder ich finde auch, sie müsste wieder mehr eingefordert werden, mehr eingespielt werden. Alle lästern und meckern irgendwie rum, aber dass eine konstruktive Kritik, auch eine sachliche Kritik mit einem Hintergrund, mit einem objektiven Hintergrund vielleicht auch bringt, das finde ich sehr gut. Also es haben ja manche Zeitschriften auch versucht, Architekten kritisieren zu lassen, andere Gebäude von anderen Architekten und so. Und das ging ja voll in die Hose. Und da finde ich eben sehr schön, dass man das Gefühl hat, also ihr als Redakteure seid so gut aufgestellt, blickt so gut durch in der Welt der Architektur, dass ihr wirklich auch eine fundierte Kritik bringen könnt. Ich hoffe und ich glaube, dass ihr eine Sache verstärkt auch angehen sollte, das ist so ein bisschen so unsere gesellschaftliche Position mit zu verankern. Also nicht nur zu berichten, das ist ja die eine Seite, sondern es geht einfach darum, dass wir als Architekten wahnsinnig viel Feld peu à peu abgeben. Und der Druck auf unseren Beruf wird extrem. Also wenn man heute sieht, wie große Projekte partizipiert werden, denke ich, geht es auch so ein bisschen um unsere gesellschaftliche Position, diese gesellschaftsrelevanten Themen, die wir ja auch immer diskutieren, die einfach wieder so in den Vordergrund zu bringen, auch in so einer Architekturzeitung, dass wir wirklich eindeutig Position beziehen. Und das sieht man ja auf so einer Biennale. Das ist natürlich auch immer nur fürs gleiche Publikum. Wir müssen einfach wieder Terrain besetzen. Sonst gibt es auch die Leser nicht mehr für eure Zeitung. Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig. Und ihr seid jetzt nicht eine Zeitung, die für die große Breite ist, sondern ihr lebt von den Architekten und ihr lebt von denen, die bauinteressiert sind.